Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe schon wieder knaller Informationen für euch. Ich wollte euch heute eigentlich den kompletten Battle Pass Inhalt zeigen. Verschiebe ich auf morgen, das Video ist auch schon vorbereitet. Kommt dann morgen früh. Dadurch, dass Season 3 ja rauskam und der Patch, hat das einen gewissen Data Miner dazu bewegt, sich noch ein bisschen in den Quellcodes umzuschauen und hat einige neue Sachen gefunden, was den Kings Canyon, einen Solo-Modus und... was habe ich vergessen? Solo und das Halloween-Event als drittes in einem kombiniert. Ich zeige euch hier mal ein Bild. Und den Nachtmodus nicht vergessen. Das ist der Kings Canyon bei Nacht. Und ihr seht hier in der Mitte den Käfig. Ich mache das Bild mal wieder weg. Und ich lese euch jetzt mal ein paar Zeilen vor, die Details zum Halloween-Event zeigen. Und zwar soll das Halloween-Event kombiniert mit PvP-Modus und dem Kings Canyon verbunden sein. Also das Event, das sich Shadow Squad Event oder auch Fight or Fright Event nennen soll, findet ausschließlich im Kings Canyon bei Nacht statt. Und die Spiele, die Apex-Spiele, werden von einem Charakter namens Revenant veranstaltet. Der Revenant soll wohl besser bekannt als Blackout bekannt sein. Blackout ist mir bekannt. Ich habe vor kurzem ein Video rausgehauen über alle zukünftigen Legenden, die in den nächsten Jahren noch kommen sollen. Dieses Video beinhaltet alle Legenden mit allen Fähigkeiten. Wer das noch nicht gesehen hat, ich schaue mal, dass ich das hier verlinke. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Im Zweifelsfall zeige ich euch ganz am Ende. Da blende ich das Video einfach mal ein. Das ist mega interessant. So, ich sage euch jetzt mal Einzelheiten zu diesem Solo-Modus-Event. So, folgendermaßen soll das Ganze vonstatten gehen. Zu Beginn einer Runde kämpfen alle Spieler für sich alleine, wie man es vom Solo-Modus kennt. Doch wer stirbt, muss sich kein neues Match suchen. Stattdessen werden besiegte Spieler Teil des Shadow Squads. Wenn nur noch 10 Legenden am Leben sind, verbünden diese sich gegen den Shadow Squad und müssen versuchen, die Kings- oder die Königsschlucht zu verlassen. Also, das heißt, die letzten 10 Überlebenden müssen nicht irgendwie das komplette Shadow Squad runterballern, sondern müssen einen Weg finden. Was weiß ich, vielleicht ist irgendwo auf dem Kings Canyon dann ein Schiff, was die wegbringt oder irgendwas anderes. So genau kann ich mir das jetzt, also ich kann es mir schon gut vorstellen, wie das Ganze aber nachher, wie der Win aussehen soll. Das ist genau das, was ich jetzt gesucht habe. Das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Was auch interessant wäre, wenn du dann Teil des Shadow Squads bist, weil du schon draufgegangen bist, was passiert, wenn du nochmal abgeknallt wirst? Ich gehe mal davon aus, dass du dann drauf gehst. Und für alle, die sich noch nicht vorstellen können, wie das genau gemeint ist, der ein oder andere COD-Spieler unter euch kennt vielleicht den Modus Infiziert. Da gibt es auch einen Modus. Da sind erstmal 20 Leute so auf der Map und einer wird dann infiziert und muss alle anderen versuchen zu infizieren. Ja, das ist zwar nicht 1:1 dasselbe. Was kommt noch? Es gibt auf jeden Fall legendäre Skins, Waffenskins und so weiter. Ich zeige euch gleich einige Skins davon. Sind nämlich in den Leaks schon gezeigt worden. Was interessant ist, das Halloween-Event wird erneut ein Sammel-Event, wie das Iron Crown-Event. Ihr erinnert euch an den Shitstorm, die Packs waren alle sehr, sehr teuer, man konnte sich nur 2 insgesamt selber aus eigener Kraft freischalten, musste echt 7 Euro pro Pack in die Hand nehmen. Es soll wieder 24 Packs geben, aber laut Dataminer soll es wohl so sein, dass man pro Tag, wenn man sich einmal einloggt und zockt, soll man sich ein Pack so schon immer freischalten. Das heißt, auf 2 Wochen Event folgen 14 Packs. Die anderen muss man sich entweder freischalten anders oder eben freikaufen. Das werden wir sehen. Das ist zumindest laut den Leaks so. Ob das nachher wirklich so kommt, werden wir sehen. Ich zeige euch jetzt mal verschiedene Images aus den Leaks, die euch so ein bisschen was zeigen. Fangen wir mal an mit dem ersten. Das ist Wraith, unschwer zu erkennen. Ich mache es mal ein bisschen größer. So siehst du wahrscheinlich aus, wenn du in dem Shadow Squad Modus fällst. Das quasi, du wirst abgeknallt und wirst zu so einem Schatten. Das stelle ich mir darunter vor. So, machen wir das Bild mal wieder weg. Den Kings Canyon habe ich euch gezeigt, zeige ich euch trotzdem nochmal. Ich habe mega Bock und übrigens über den Nachtmodus habe ich vor. Oh, das war gerade mal Season 1, da habe ich schon mal über den Nachtmodus gesprochen. So, nächstes Image, das habe ich jetzt ein bisschen bescheiden nur. Ihr seht hier den Pathfinder und im Hintergrund seht ihr die 2 Leviathane.
Das sieht so ein bisschen aus wie ein Negativbild von den Leviathan. Könnte aber, wie gesagt, ihr seht, im Hintergrund ist alles düster, dunkel, voller Gewitterwolken. Vielleicht sehen die Leviathane tatsächlich bei Nacht ja etwas anders aus. Okay, nächstes Image zeigt das bekannte Bild. Ihr wisst das, wenn das Halloween-Event startet, ihr startet das Spiel, da gibt es manchmal so ein Startcover. Und hier seht ihr Krypto mit einem, ich sag mal, Graf Dracula. Skin, so könnte man sagen. Die beiden Skins für einen Bloodhound und hier gehe ich davon aus, dass es der Kaustik ist. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, zeige ich gleich noch größer. Ich zoome jetzt mal dieses Image ein bisschen ran. Dann gibt es hier noch einen Waffenskin und ich muss euch hier ganz ehrlich sagen, ich kann diese Waffe nicht identifizieren. Entweder stehe ich gerade mega auf dem Schlauch, weil ich einen anstrengenden Tag hinter mir hatte. Keine Ahnung, also es ist definitiv nicht die Flatline, nicht die Spitfire. Vielleicht ist es die Hemlock. Helft mir auf die Sprünge, ich mache es für euch noch ein Stück größer. Gebt mir einen Tipp, was ist das für eine Waffe? Ich erkenne es einfach nicht. Hier ganz klar die Triple Take, unschwer zu erkennen, leider nicht sehr scharf. Und das ist ein Skin für den Bloodhound. Okay. Nächstes Image, Moment, das Image funktioniert nicht, warum auch immer, das geht auch nicht. Hier haben wir einmal den Skin, ich gehe davon aus, dass es, ja, Gibraltar ist es nicht. Ich habe euch schon mal in einem Video den Gibraltar Skin für das Halloween Event gezeigt, also das Halloween Event ist definitiv kein Mythos. Den Gibraltar Skin habe ich euch hier aber nicht vorbereitet, der sieht aus wie Frankensteins Monster. Und hier gehe ich wirklich davon aus, dass es Kaustik ist. Ihr dürft mich natürlich gerne berichtigen, wenn ihr denkt zu wissen, was das für ein Skin ist. Dann haben wir hier den Bloodhound Skin. Ich muss ganz ehrlich sagen, der gefällt mir nicht so wirklich. Das sieht irgendwie so ein bisschen sehr albern aus. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Dann haben wir hier noch den Bangalore Skin. Ist auch Geschmackssache. Hups, ich habe mich jetzt hier verdrückt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Moment, wo ist der Bangalore Skin? Da ist er. Ich mache den mal ein bisschen größer, ne? Das funktioniert ja schon mal super, Entschuldigung. Ja, also der gefällt mir überhaupt nicht so richtig, also das ist wirklich Geschmackssache. Ja, das soll es an sich von diesem Halloween-Event schon gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Habt ihr noch irgendwas gehört, was ich vergessen habe? Haut es in die Kommentare, regelmäßige Infovideos wie immer auf meinem Kanal. Morgen, Donnerstag, gibt es nachmittags wieder ein Season 3 Livestream von mir. Ich hoffe, das schaltet ihr auch wieder ein. Möchte mich natürlich persönlich nochmal bei allen bedanken, die bei dem gestrigen Season 3 Livestream dabei waren und so reichhaltig eingeschaltet haben, es zu meinem Rekordstream gemacht haben mit sehr vielen Abonnenten, Donations und so weiter. Danke nochmal dafür. Fetten Daumen dafür nach oben. Wie gesagt, lasst ein Abo da. Schaut bei dem Livestream morgen ein. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und morgen früh, also sprich Donnerstag, gibt es dann den Battle Pass Inhalt in einem Video zusammengefasst. Bevor ich das vergesse zu erwähnen, am Freitag haue ich noch ein kurzes Video raus. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber es geht um die Sprachausgabe von Apex Legends. Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch. Ich weiß, dass den meisten die deutsche Fassung mega auf den Sack geht. Da Season 3 die Option noch immer nicht gebracht hat, dass man das ändern kann, möchte ich ein bisschen mehr darüber am Freitag erzählen. Lasst euch mal überraschen, was ich dazu erzählen habe. Schaltet einfach ein, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Diesem Video jetzt einen Daumen noch da lassen, Abo da lassen, nicht vergessen. Und wie gesagt, der nächste Livestream am Donnerstag, frühen Nachmittag. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Feiertag. Schon mal rein. Ciao.